Kapitel 14. Heilende Wunden. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Sprich mit den anderen. Jetzt sind wir auf der... Also jetzt mal für mich kurz zusammengefasst. Wir waren doch eigentlich auf der Insel wegen dem Phönix, wegen diesem heilenden Flusssee, schieß mich tot. Das Ding haben wir jetzt nicht gefunden. Wir haben aber dafür gefunden, dass es irgendwie... Die, wie nennt sich die? Makuna Matata Geschichte, die Hugo drin hat. Die gab es schon mal vorher. Und wichtig war halt, dass die Beschützerin, in dem Fall Amicia, und Hugo nicht voneinander getrennt werden. Ist das die Heilung am Ende? Aber das ist doch nicht das, was er in der Fantasie, also was Hugo geträumt hatte. Aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht. I don't know. Gut. Gut, dann gucken wir jetzt, was die anderen sagen. Beziehungsweise, ich hol mir kurz noch was zu trinken. Chat, ihr auch? Trinken ist wichtig. Ich bin gleich wieder da, weil ich habe hier nichts mehr. Meine Spezies ist alle, mein Wasser ist alle. Ihr habt nichts. Also hole ich mir kurz was zu trinken. Bis gleich, Chat. So. Haben mir einmal Wasser geholt und einmal eine schöne
Schokomüll habe ich. So, sieht er ja gar nicht. So, jetzt. So. Ich hasse diese Deckel. Das ist so nervig. Aber gut. Was wollten wir jetzt machen? Ah ja, wir wollten jetzt mit allen reden. Mit wem reden wir dann als erstes? Warte mal, reden wir erstmal mit Sophia? Reden wir erstmal mit Sophia. Hey. Was hast du zu sagen? Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Nach Hause fahren. Meine Mutter. Sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Okay. Okay. Gucken wir mal, hat denn, Dings noch was zu sagen? Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Naja, er muss sich ja, glaube ich, erstmal von den ganzen Strapazen ein bisschen ausruhen. So wie unser Bruder. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Naja. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Schwierig. Also, naja, also ist denn das Zuhause immer noch das gleiche Zuhause, wie wir schon mal hatten? Achso, ja, hier ist er noch. Ich wollte gerade fragen, wer ist denn er? Aber ist ja, wie heißt er? Luca. Meine Güte. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Ach, wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Also haben wir auf jeden Fall einen Alchemisten bei uns. Anicia, was denn? Guck mal. Ja, was? Hä? Was denn? Was hast du denn gesehen? Was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Richtig. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf! Ich wollte gerade sagen, ich habe eine böse Vermutung. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, 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 das darf nicht wahr sein! Was machen wir jetzt?
Wer geh Tempo? Rein, Hugo. Das Haupt dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amisha, hier oben, zu mir. Ja, okay, ich bin ja schon da. Zum Seil auf der anderen Seite. Na los, so. Schneller. Okay. Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden. Wenn sie uns entern, fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Okay. Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja. Ja. Wir dürfen genau. Nicht scheitern, Anno. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Schiff lenkt, aber wir machen es. Okay, super. Das wird nicht genügend. Sie kommen. Werft Ladung über Bord. Was? Hilf mir hier, Amicia. Komme. Ich bin doch da. Achso, falsche Richtung. Oh, Bogenschützen. Alle Köpfe auf. Ich übernehme die Fracht. Los. Geht klar. Sekunde, ich komme. Okay, wir sind... Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Wie kommt er denn auf... Den Sohn lasst unversehrt! Tötet die anderen! Halt die Fresse! Feuer! Fahrt zur Hölle, ihr alle! Fuck, das war gar nicht so gut! Sterben! Warum brennt denn das hier die ganze Zeit? Ich kann ja nichts machen. Nein, nein, nein! Amicia! Nein! Oh nein! War das gewollt? Hätte ich was anderes machen können? Was ist los? Oh nein! Sie sind über Bord gegangen! Steh auf, Amicia! Wie, wer? Wer ist über Bord gegangen? Mein Bruder? Sophia? Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Okay. Rein für den Kampf! Na, komm her hier. Scheiße. Mit denen kann ich nichts machen. Achso, warte, hier, es sind ja Pfeile. Ja, gib mal Pfeile her. Gar kein Problem. Gute Nacht. Gute Nacht. Siehst du deine Männer gleich sterben, Victor? Ich überlasse dir die Wuppe. Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Spar dir deinen Atem. Ich muss mal ganz kurz. Lass mich mal ganz kurz hier durch. Ich tanze auf euren Leichen. So, danke schön. Gibt's hier noch einen Pfeil? Ja, hier gibt's noch einen Pfeil. Geh doch weg! Es gibt keine Zukunft! Ich hab keine Pfeile mehr. Nein! Verpiss dich! Wir schaffen das! Ja, wie? Also, ich kann nicht so schnell. Ich bin im Westen! Ihr sterbt wie die Fliegen! Komm her, hier! Lass das! Dein Gefährte stirbt? Okay, warte. Es wird weniger, nur das zählt jetzt. Warte. Ich. Amicia! Geh wieder rein! Feuer! Oh! Nein! Amicia, nein! Amicia! Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sie ist tot. Hugo, komm mit mir. Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Also, spätestens wenn ihr an Land seid, bist du tot, mein Freund. Ich weiß nicht, was denn. Willst du die ganze Zeit auf See bleiben? Du gewinnst! Tu ihm nichts! Nichts tun? Er ist Emilys Sohn! Mein Sohn. Was stimmt mit dir nicht? Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily.
Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Das glaubst aber auch nur du. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie! Also, ich weiß ja nicht. Kapitel 15. Sterbende Sonne. Ah, verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Für die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Ach so, die haben auch überlebt? Oh, verflucht. Okay. Ja. Halt okay. Durch. Wird bald besser. Der Graf. Hat er was gesagt? Du hast sein Herz gebrochen. Nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Hierdurch. Komm, langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Male von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Ja. Boote ja. Kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist. Danke. Wir holen ihn zurück. Also der Graf hat doch trotzdem einen an der Waffe. Kann mir doch keiner erzählen, was er will. Also, was glaubt er, was Hugo macht? Wahrlich ritterliche Worte, Arno. Leute, er ist ja sogar hier. Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du. Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Na dann. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir. Tötet das Mädchen. Als ob das so einfach ist. Kommt mal her, hier. Die Verstärkung rückt an! Ja. Lukas! Bist du verletzt? Nein, aber
Gott, leicht überfordert, aber gut. Habe ich noch Pfeile? Echt? Okay, ich hab noch Pfeile. Tschüss. Tschüss. Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. Meine heilige Waffe. Kleine Mistmale da oben. Oh doch! Hier, warte, warte. Seid ihr dran! Hä? Ich hab doch... Ich... Was? Also, was? Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier. Warum hat er denn jetzt nicht getroffen, der hier? Lass uns vorbei! Du verdammter Trottel! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist... Hast du noch einen? Meine heilige Waffe! Das Kind gehört jetzt zu uns! Oh doch! Aber erst seid ihr dran! Okay. Verdammt! Zu Befehl! Sofort! Ja, ja, gleich, gleich. Warte kurz. Du bist Herr Percy. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Warte. Die Zeit der Kompromisse ist mit Ineliest hoch. Ich könnte ihm aber auch... Also der Typ! Der geht mir auf den Sack! Als ob ich ihn da nicht treffen kann. Okay, 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 okay. Let's go! Wir müssen eine Kur finden, bevor er. Ja, warte, kurz. Ich muss kurz hier. Scheiß, Victor. Wo ist er? Ist dir doch egal. Du willst doch nur meinen Tod. Nein, nein, nein. Yeah. What the fuck? Was passiert? Und gibt sich der Makula hin. Oh oh. Marseille. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Ja, das glaube ich jetzt eher weniger. Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Er... Anno! Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin. Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an meinen Händen! Es war Krieg! Du hast uns im Stich gelassen! Aber du musst es wieder gut machen. Verweise Großmut. Mach diese Fahrt zu deinem Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn, ich brauche die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Gib mir meinen Bruder zurück oder du wirst alles verlieren. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig. Okay, den kann ich nicht... Warum nicht? Warum kann der mich sehen und ich ihn aber nicht so... Es gefällt mir gar nicht. So, der ist so ein Schildtyp. Sie versucht euch
die hellen Tage! Emily! Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht durch! Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte. Jetzt kniet vor mir nieder. Ihr habt sie nicht verloren. Warte kurz. Es war Zeit für Frieden. Aber ihr musstet alles ruinieren. Ja, ich brauche ein bisschen Abstand, damit ich. Du hast dich ruiniert mit deinen Lügen. Der ist aber gar nicht mal so unklug, der hat. Du hast zu viel mit Abschaum trainiert. Warum ist denn der so schnell mit dem Schild? Au! Okay. Warte. Dann halt so. Ihr Idioten, ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt habe ich wieder Pfeile. Und ich sehe ihn nicht. Mach doch nicht! Anno! Nein! Anno! Scheiße! Das war's! Du bist alt, zu alt für den Kampf! Und ihr seid so unglaublich dumm! Amicia, wir gehören dir! Du kleiner Wichser! Hat er verdient! Bin ich ganz ehrlich, hat er verdient! Zu schreien. Wieso will ich? Entschuldige ich. Hallo. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Naja. So richtig gut. Er ist ein guter Junge. Weiß ich nicht. Also das ja. Und du? Ich weiß. Du. Das Problem ist, unser Bruder denkt, wir sind tot. Und vielleicht ist er außer Kontrolle. Das wäre gar nicht gut. Er wird die Sonne töten. Der Nebel. Es geschafft. Du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Sollten wir das Licht eventuell anmachen? Also so als Vorsichtsmaßnahme?